Hey Mama, ich dachte, wir verreisen zu zweit. Ja, warum fragst du? Nimm jetzt die Sachen hier. Beeil dich, komm schnell, wir müssen noch eine Kuh kriegen. Hatte, ja, mach, schau, schau. Hatte, 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 hatte. €500 und mach mal buchen! Papa, wir sind doch erst gestern wiedergekommen. Willst du jetzt schon den nächsten Sommerurlaub buchen? Schön, Habibti. Denkst du, ich bin einer von denen, die 3 Wochen vor Abflug buchen oder was? Ich will Geld sparen. Bin ich ein Esel, ein Hamar, der nicht darauf achtet? Geld ausgeben. Aber Papa, bitte, wenigstens dieses Jahr woanders. Lack Hassel, ha? Deine Wurzeln hast du vergessen, ha? Ach, lack deine Eltern. Hm? Kein Interesse mehr, ha? Freunde sind wichtiger, ha? Denn Dien, Religion. Verkauft, ha? Ja, Mama. Setz dich hin. Sag mir, was du nicht mehr anziehst. Das brauchst du nicht mehr. Hä, warum? Hä, wie warum? Ist doch klar, warum. Ist alles für deinen Cousin Omar. Was hast du denn gedacht? So, was ist eigentlich damit? Ey, das hast du noch nie angezogen. Ist doch gerade erst gekauft, Mama. Ja, und? Das stimmt ja sowieso nicht. So, was ist hiermit? Und das hat mir Oma gestrickt. Deine Oma ist schon vor 2 Jahren gestorben. Das brauchst du nicht mehr. Hatte ich, zieh das aus. Hey, hatte, yallah, tschabuk, tschabuk. Und was ist das Ding auf deiner Nase? Das ist meine Brille. Ja, und? Die brauchst du nicht. Ich kann Oma eine Brille nicht sehen. Ja, und? Dein Cousin ist blinder als du. Du musst nicht so geizig sein, ja? Und das brauchst du sowieso nicht. Mag ich hier nicht an dir. So, jetzt steh auf und geh. Geh, steh auf, geht. Üff. Hey Mama, ist das alles für mich, meine Lieblingsschokolade? Das ist nicht für dich. Warum nicht? Das ist alles nicht für dich. Fass es nicht an. Wir haben nicht Schokolade. Wir haben immer Schokolade. Nein. Das ist für deinen Cousin, für deine Tante, für deinen Onkel. Nicht für dich. Fass es nicht an. Nee, fass es für mich. Du hast genug Schokolade gegessen, das reicht. Hm? Du willst dein Handy verkaufen? Ja, ich will mir damit ein neues kaufen. Du brauchst kein neues Handy, aber das können wir auch mal geben. Ich brauch eins. Omar hat kein Handy. Sus, und deine Cousine Aishigül, die hat auch gar keinen Laptop. Doch, sie hat einen Laptop. Nein, sie hat keinen Laptop. Sie hat erst neu angefangen. Brack, das gehört deiner Cousine jetzt. Ist das etwa Omars Brille? Das ist meine Brille. Hä? Das ist nicht deine Brille. Ja. Fass den Koffer nicht an. Das brauchst du auch nicht. Machen. Euer Vater erklärt euch jetzt, wie man hier den Koffer richtig einpackt, okay? Tamam, also teure und zerbrechliche Sachen wie Geschenke und Schokolade kommen in die Mitte des Koffers und werden recht verpackt. Die Geschenke der Familie haben höchste Priorität und werden nach unten verpackt. Und wenn ihr etwas verbrecht, dann richte ich euren Nacken. Banabachen, zuerst packt ihr die Geschenke von eurer Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousine, Cousin, 1., 2., 3., 4. und 5. Grades ein. Und erst danach packt ihr eure eigenen Sachen ein, so klein und flach wie möglich. Denn wir haben ganz wenig Platz im Kopf, habt ihr es verstanden? So, Baba erklärt euch, wie das geht. Ist das Omars Brille? Nein. Los, dann fang jetzt an. Hatte, hatte, hatte. So. Sag mal her, was hast du denn da alles reingepackt? Du brauchst doch nicht 5 Paar Schuhe. Was willst du denn damit machen? Das packst du nicht ein. Ein Paar Schuhe reicht und Flipflops. Fertig. Wozu brauchst du 5 Unterhosen für 6 Wochen Urlaub? 2 Stück reichen. Jeden Tag einmal wechseln, einmal waschen. Nachdem ihr die Sachen für die Familie gepackt habt und eure nicht mehr reinpassen, habe ich hier, das ist euer neuer Koffer. Pack rein, komm. Wenn das nicht reinpackt, trägst du es einfach als Handgepäck. Komm, da rein da. Warum habt ihr so viele Sachen eingepackt? Das brauchen wir nicht. Das kaufen wir alles dort. Was wollt ihr mit Socken? Es wird 45 Grad. Wir brauchen noch mehr Geschenke für Omar. Mahmoud, wir brauchen mehr Kaffee und Schokolade. Hadi, yallah, tschabuk. Kommen wir etwa Besuch? Lekschuhabul, bist du dumm oder was? Wir verreisen morgen. Also brauchen wir so viele Sachen, ja?
Hubbelherde. Denn wir fahren nach Österreich und von dann nach Italien und dann nehmen wir das Schiff und fahren nach Tunesien. Ja, das brauchen wir. Ja, dann können wir einfach auf dem Weg was kaufen. Ah, Habe, denkst du, wir scheißen Geld, ha? Wir scheißen Geld. Soll ich dir an jeder Tankstelle alle 15 Kilometer ein Brötchen für 35 Euro kaufen oder was? Ha? Das essen wir, okay? Chalas. So, Kinder, komm, steigt ein, wir müssen noch die Koffer einpacken. Hadi, schnell, schnell, schnell. Komm lieber von hier rein. Du kannst auch von hier rein springen. Spring von hier rein. Du schaffst das. Okay, Alhamdulillah. Ist alles gut bei euch? Ha? Ja, Habibat al-Habibin. Yalla, Bismillah. Canım, was ist mit Abonnieren? Hast du gemacht? Ja, hab ich. Okay, was ist mit Ding Ding Dong Dong hier, Glocke? Ah, hab ich auch. Ah, letzte Video, ich hab vergessen, gucken. Nochmal gucken? Ja, ganz schnell nochmal. Ach, was ist mit Funk? Funk ist cool. Okay, tamam, hadi, yalla, Urlaub. Ha 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 ha!